stehen wir auf. Und das macht der Fritz, das mache ich auch, weil wir ziehen jetzt den Hut vor einem ganz großen Fahrer. Steven Nyman sagt auf Wiedersehen. Steven Nyman im zarten Alter von 41 Jahren fährt sein 214. Rennen und hält natürlich bei all denjenigen an auf der Strecke, die ihn begleitet haben. Er war Juniorenweltmeister im Slalom. Er war dreimal Weltcupsieger, alle drei Siege in Gröden. Er war im Abfahrtsweltcup Sechster. Das war 2014 und 2015. Zweimal Sechster im Abfahrtsweltcup. Und vor genau 21 Jahren und 4 Tagen hatte er seinen ersten Start auf einer Weltcup-Piste. Er war ursprünglich übrigens Slalomfahrer, so wie der Fritz, hatte dann einen Skateboard-Unfall und hat sich den Knöchel gebrochen. Dann ging das mit der Beweglichkeit nicht mehr so im Knöchel. Er hat gewechselt auf die schnellen Pisten und hat diese ja dominiert in seinem Wohnzimmer in Gröden, war immer mit dabei und war auch für das US-Team wirklich ein Athlet, der gefeiert wurde und der wichtig war, weil er sie immer alle mitgenommen hat. Und ganz ehrlich, Steven, du wirst mir fehlen, immer wieder deine ja, super Laune, die du hier auch wieder zur Tage trägst. Ja, einfach die Interviews, wo ich mich auf einen Schemel stellen muss, um überhaupt an ihn hochzukommen, an den 2-Meter-Lulatsch und an diese sonore Stimme, die sicherlich auch der Fritz kennt, mit diesen Typen, ja, guys, you know, ja. Also, thank you, Steven, danke, danke für eine tolle Karriere, danke, ja, dass wir das alles miterleben durften im Riesenslalom, in der Kombination, im Super-G, in der Abfahrt. Und Fritz, ich denke mal, du hast auch einiges zum Steven zu erzählen. Ein toller Athlet. Ein toller Athlet, super sympathischer Kerl, ist extremst respektiert innerhalb des gesamten Weltcup-Zirkus. Ist jetzt 20 Weltcup-Saisonen auf höchstem Niveau unterwegs gewesen, gleichzeitig eben auch Familienpapa, ein Familienmensch, der die letzten Jahre eben auch mit Family auf der Tour unterwegs war. Also hat versucht, auch seine eigene Familie mit dran teilzuhaben an seiner Passion, an seiner Leidenschaft. Ein ganz, ganz großer seines Fachs, eine Legende, sportliche Legende, sagt leise oder auch laut Servus. Und jeder ist wirklich sehr berührt. Das sehen wir jetzt unten sogar hier vom Rennchef, von den anderen Nationalitäten. Alle verabschieden sich. Es ist eine Familie, man reist miteinander. Es sind ja 200-300 vielleicht im Weltcup, die teilweise nur unterwegs sind. Da zählen wir als Journalisten auch mit dazu. Und natürlich kennt man sich, natürlich ist es ein Vertrauensverhältnis, dass das sich aufbaut. Oftmals wissen wir natürlich viele, viele private Details, die man gar nicht alles so auf Sendungen breit treten sollte und was wir auch nicht machen. Und diese Zusammengehörigkeit, das ist auch ein Farbtupfer in diesem wunderbaren Sport, der sich zu Recht Weltcup-Zirkus nennt. Ja, und nochmal ein Wort zu Steven Nyman. Hat auch immer wieder gesagt, er liebt dieses Skifahren so sehr. Er liebt dieses auf dem Weg zu sein mit den Jungs, gemeinsam sich Tag für Tag zu challengen. Das liebt er. Und ja, wenn du 20 Jahre, solche prägenden Jahre deines Lebens da in diesem Weltcup hast verbringen dürfen und dich dann so auch verabschieden darfst, was gibt's Schöneres? Was gibt Schöneres? Und das zu Hause in Aspen, wo sicherlich die gehörige Party dann heute im Nachtleben folgen wird. Ja, das kann sicher sein. Ja, jetzt kommt's alle zu mir, alle zu mir. Da sieht man auch mal, wer alles in so einem Rennteam dabei ist. Das sind viele Gesichter, die wir nicht zu sehen bekommen. Servicemann, Physio, Trainer, wir haben teilweise Management. Was es da noch alles mit dabei gibt in diesem Rennsport. Und Super. Alle werden hier mit auf die Piste gebeten und sagt, nehmt mit mir diese letzten Meter in Angriff. Steven, wir verbeugen uns. Ein weiterer, der in dieser Saison nicht leise, das hatten wir auch, sondern mal laut auf Wiedersehen sagt. Schön, dass er sich auch genau so zeigt, wie wir jetzt ihn in Zukunft sehen werden. So kenne ich ihn auch. Das ist so die Standardklamotte, in der er rumläuft. Ja, und jedes Mal gibt es eine Umarmung, gibt es einen kurzen Gruß. Also es zeigt schon, er hat unfassbar viele Freunde auch gewonnen auf der Tour. Ob seiner tollen Persönlichkeit, ob seines tollen Charakters eben auch.
Ich habe häufiger mit ihm auch zu tun gehabt und muss wirklich sagen, allergrößter Respekt, überragende Persönlichkeit, hilfsbereiter Kerl, mit dem du, wie du davor schon gesagt hast, aber auch den ein oder anderen Spaß auch haben wirst. Ja, und auch immer wieder mit Zeit, wenn man dann gesagt hat, du, ich brauche dich mal, das und das, erklär mir das, wie oft habe ich ihn gefragt, warum Gröden, ja, und er hat auch mir das, also mir gefällt es hier, mir schmeckt es hier, ich mag die Leute und mein Servicemann kommt hier genau von der Schasslattwiese und das sind so die ganzen Punkte, deswegen passt alles zusammen und deswegen habe ich 3x Gröden gewonnen. Er hat nicht nur 3x gewonnen in Gröden, sondern er hat sicherlich tausende Herzen gewonnen und mit so einer Verabschiedung erinnert man sich sicherlich in Zukunft auch sehr, sehr gerne an den nun überhäuften Steven Nyman. Ah, da ist die Tochter, da liegt ja, die Tochter noch dazu. Da wird man in der Familie auch froh sein, dass der Papa sich jetzt nicht mehr mit 120 die Piste runterstürzt. Ja. Ach, wie schön ist das. Wie schön ist das, dass er eben diese Bühne auch bekommt und ja, sich von jedem auch einzeln verabschieden kann. It's a long time. It's a lange Zeit. Ja, ja. Ach, schön zu sehen. Da hat jeder so seine eigene Geschichte auch zu erzählen. So viele Erlebnisse, was die Jungs gemeinsam gefeiert haben. Positiver Art, aber auch negativer Art. Oh, ich schau. River damals. Das ganze Team da. Ja, sehr emotional. Ja, die so natürlich ihren Leitwolf sicherlich nicht ganz verlieren. Der wird schon noch da sein. Aber den magst du mal hochheben. Weil das ist mal zornig über 100. Und natürlich, born in the USA. Und das ist deine Zukunft. Genau. Ja, er ist jetzt in der Zwischenzeit auch schon häufiger mit seinen Kids unterwegs gewesen beim Skifahren. Wenn man es auf dem Instagram-Kanal von ihm schaut, hat einige Fotos, einige Videos auch schon gepostet. Also er gibt die Passion, er gibt die Leidenschaft an seine Kids weiter. Was gibt Schöneres?